bei mir. So, Seeigel, Dracula-Fisch wieder. Okay. Aber ey, ganz ehrlich, ich sammle die Pets, weil ich krieg 4 Ruderschnecken wieder. So, er hat geschrieben, er würde dann Loki. Ja, nee, das ist die Hälfte gerade. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde! Heute gibt es alle Videos vom Ocean Event in einem zusammengeschnitten. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ozean Tauchbootouren. Finde Cranky Coins in the new Minigame. 5 neue Unterwasser-Pets. Oh, und er droppt mir Legendary Kraken. Zock mit Legendary Kraken. Was heißt das? Was heißt das? So, ich glaube, hier habe ich schon abgeholt. Ja. Oh, doch, da war irgendwas gerade. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Da war gerade, ich sollte, ach nö, da stand gerade, ich sollte zu einem Minigame teleportiert werden, glaube ich. Aber ich habe Ablink geklickt. So, wir schauen uns das jetzt mal an. Schnell, 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 schnell. Nein. Warum habe ich Ablink geklickt, Claudio? Da, 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 da. Okay, 21 Sekunden. Das ist Drive Boat. Ich weiß nicht, was für ein Minigame das ist, aber ich bin gespannt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Da sieht es nach unser Wasser aus. Okay, wir müssen Sachen jetzt collecten. Hä? Hä? Okay, die sehen noch besser aus, oder? Ach, nö. Ach, und da ist der Kraken. Gegen den Kraken darf ich anscheinend nicht stoßen. Und wie lange habe ich Zeit dafür? Okay. Das ist ja aber mal lustig. Also, man muss jetzt tauchen und diese Coins holen. Und geben welche Coins jetzt extra Punkte oder nicht? Weil ich sehe irgendwie noch keine extra Punkte. Oh, da vorne sind noch welche. Guck mal. Da sind 4, 5 Stück. Ich habe jetzt 300 so. Also ich sehe, ich kann euch noch keine Tipps und Tricks hier geben, weil ich selber noch erstmal... Oh, okay, da wurde ich wieder hochgebracht. Hey, ach so, da ist eine Strömung. Ich check, ich check. Schaut mal, das, ich check. Da sind Strömungen. Wahrscheinlich von den Kraken. Ah, okay. Was ist das hier? Oh, und natürlich die... Warte. Achso, ich dachte, das wird aufgezogen. Nee. Und natürlich die Kiste in der Mitte, die ist wichtig. Aber das heißt, man kann so ungefähr mehr als 1000 Coins bekommen, wenn man sich gut anstellt. Weil ich habe mich jetzt schlecht angestellt, weil es auch das erste Mal, muss man sagen. Demnach würde ich jetzt da ein bisschen... Ja, ich habe jetzt 800 Stück bekommen. Okay, cool. Man kann 70.000 wieder kaufen. Aber das lohnt sich doch gar nicht, wieder welche zu kaufen, oder? Okay, cool. So. Oh, der erste Platz hat 1300 bekommen. Okay, okay, okay. Okay. Okay, ich dachte schon wieder hier drin. Lol. Das hier ist das neue Ozean-Event. Es gibt hier Make a Wish. Small Wish, Big Wish. Ich habe nur 800, ich brauche 1000. Wunschbrunnen. Und aus dem Wunschbrunnen kriegt man anscheinend Pets. Legendary zu bekommen ist... Ah, man kriegt es nur mit einem... Nee, kriegt man mit beiden. 8%, 40%, 52% ist Rare. Okay, Big Wish. Also Big Wish lohnt sich tendenziell mehr. Small Wish ist eigentlich auch ganz cool. Ankommen, kommen, okay, okay, okay. Das heißt, wir können uns Pets bekommen, indem wir Geld in den Wunschbrunnen werfen und dann die Pets sehen. Was ist das? Frankie Coins. Ja, 70.000. Ozean 2024. Dracula-Fisch. Ey, der sieht in Neon richtig cool aus, weil er einfach dann von dem Roten ins Blaue rübergeht. Und der ist ungewöhnlich. Das finde ich schon sehr gut. Eine Krake ist Legendary. Ja, die Krake sieht cool aus, muss ich sagen. Aber... In Neon ist es jetzt nicht so krass. Ich meine, in Neon gefällt er mir besser als nicht in Neon. Aber ja, der Krake geht so. Ist jetzt nicht mein Favorite Pet. Da finde ich sogar den Dracula-Fisch besser. Rotfeuerfisch. Okay, der ist krass. Extrem selten. Der ist heftig. Und das ist eine Ruderschnecke. Ey, die sieht ja richtig sweet aus. Vor allem in Neon sieht die richtig gut aus. Selten. Ich muss sagen, die neuen Pets haben schon was, finde ich, weil, schaut mal hier, Ruderschnecke, normal sieht die erstmal so aus, ist cool, sieht ein bisschen aus wie Schmetterling, ich bin auch gespannt, ob die fliegt oder nicht, oh, sieht richtig, richtig cool aus, in Meganeon, glaube ich, ist sie auch nochmal richtig krass, also, und dann gibt es noch den Seeigel, oh, ja, auch hier, die Akzente mit dem Weiß, ist cool, oh, in Meganeon sieht der krass aus, schaut mal, ja, das ist wiederum krass,
Das ist krass, also den finde ich schon cool. Ich muss sagen, die neuen Pets gefallen mir. Also die sehen schon ziemlich, ziemlich cool aus. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt 70.000 Frankie Coins gekauft. Aber auch nur, weil ich das für die Videos mache, Freunde. Macht das natürlich nicht. Er spielt euch lieber diese Frankie Coins. Heißt die überhaupt Frankie Coins? Ich nenne die jetzt einfach mal Frankie Coins. Doch, nee, Cranky Coins heißen die. Ups. Cranky Coins heißen die. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal erstmal ein Big Wish. Okay. Ich habe einen Seeengel gefunden. Zeig mal, wie der aussieht. Ja, doch, der sieht schon cool aus, muss ich sagen. Jetzt noch ein Ride. Krass. Okay, wir machen mal nochmal ein. Ja, Big. Eigentlich lohnt sich halt Big Wish mehr, weil da hat man die 8%ige Chance, den Kraken, ja! Den Kraken in Legendary zu bekommen. Den meine ich hier. Ey, das ist doch wiederum richtig, richtig cool. Also, das ist richtig stark. So, wir machen mal weiter. Big Wish. Lionfish. Zeig mal. Rotfeuerfisch. Cool. Ich merke aber, dass. Ich meine, Big Wish ist cool, aber man kriegt hier, glaube ich, keinen Uncommon-Pet. Also, man kriegt hier keinen Uncommon-Pet. Das ist eigentlich ganz cool, weil da kann ich ja. Die Chancen, ein Legendary Pet zu bekommen, ist dann höher. Das finde ich wiederum cool. Das gibt es ja öfter in Adopt Me. Lionfish wieder. Okay. Ich würde sagen, ich öffne mal einen für 1000, weil. Dracula-Fisch. Ja, ich möchte auch diesen Dracula-Fisch haben. Der ist ja richtig, richtig cool. Meine Güte. Also ist ja nicht so, dass ich. Nicht den. Ich merke auch gerade, eigentlich lohnt sich ja tendenziell mehr, wenn man das hier für 1000 macht. Weil. Da ist doch das Feeling, dass man hier auch den bekommen kann. Das ist doch höher. Also, versteht ihr, was ich meine? Klar, die Chance, Legendary zu bekommen, ist 1%. Das ist halt natürlich nicht so cool, aber ihr könnt das viermal, also ihr könnt vier Pets bekommen, statt einem Pet bei dem hier, bei Big Wish. Aber wir machen mal Big Wish wieder, weil ich will ja Legendary Pets bekommen. Seeengel, och, cool, ey. Big Wish ist cool. Beides ist cool. Ich habe gerade das andere gelobt, jetzt lobe ich das auf einmal. Big Wish ist auch cool. Ja, Seeengel wieder. Also, ich habe viele Seeengel, merke ich gerade. Ey, den werde ich direkt mit Aging Potions zu Neon machen. Vielleicht frage ich auch mal Kahn und Danja, ob die mir ein oder zwei Pets schenken oder geben. Das wäre auch ganz cool. Lionfish, ey, wie sieht das denn aus? Cool. Seeengel wieder. Ey, den Seeengel mag ich richtig. So. Seeengel, ey, richtig, richtig gut. Schaut mal, wir haben jetzt schon sieben Seeengel, fünf Rotfeuerfisch, zwei Dracula-Fische und zwei Seeigel und einen Kraken. Das heißt, haben wir nicht alle Pets? Wir haben einfach alle Pets jetzt schon. Wir haben einfach in dem Video schon alle Pets. Freunde, macht es auf jeden Fall nicht nach. Also macht das nicht wie ich und ladet Geld auf, nur damit ihr euch, ja, die Sachen hier ziehen könnt. Spielt euch das Ganze lieber. Ihr seht es ja hier. Ihr könnt ja in einer Runde, glaube ich, 1300 oder vielleicht sogar mehr bekommen. Das heißt, demnach, spielt euch das Ganze bitte. Ich mache das für die Videos. Ich verdiene auch ein bisschen Geld damit und dann investiere ich es wieder. Und zwar werden wir jetzt die Ruderschnecke in Neon versuchen zu traden. Und ich bin gespannt, ob irgendjemand hier ein gutes Angebot für meine Ruderschnecke hat. Ich meine, das ist jetzt ein Neon-Pet. Und das ist einer der ersten. Okay, nicht einer der ersten. Ich habe es jetzt relativ spät gemacht. Also zum Neon-Pet. Aber es ist vom neuen Event und das ist cool, finde ich. Und da haben wir auch schon den. Oh Mann, jetzt bin ich zum Spielen hier hingegangen, aber das wollte ich doch gar nicht. Das war jetzt nicht so clever. Also ich muss hier raus am besten. Okay, die Person will gerade nicht. Freunde, ich würde sagen, wir machen nach einer kleinen Werbeunterbrechung weiter. Denn ich spiele jetzt das Minigame. So, wir haben eine Handelsanfrage bekommen und wir schauen jetzt mal. Oh, warum stehe ich denn da drüben? Bin gespannt, was ich jetzt angeboten bekomme. Währenddessen gucke ich mal auf der anderen Seite, ob es die Schnecke schon in irgendeinem Trading. Ne, gibt es mal noch nicht. Lol. Okay, die Person schreibt, dass sie eine Frage hat. Dann bin ich mal gespannt, was die Frage ist. Jetzt bin ich auf die Frage gespannt. Die Person schreibt gerade, dass sie ein gutes Haus hat. Okay, die Person schreibt, dass sie ein Haus traden möchte. Na gut, dann komme ich mal zu den Geschenken. Ja, hier ist die Person, okay. Ich habe währenddessen schon andere Anfrage bekommen. Okay, dann gehen wir mal los. Okay, soll ich folgen? Dann folge ich hier. Währenddessen kriege ich noch eine Ride Potion angeboten. Nee, nehme ich natürlich nicht an. Ja, währenddessen kriege ich noch ein Angebot rein. Bin mal gespannt. Wie, das ist jetzt das Haus? Also, das Tiny House möchte sie jetzt gegen zwei, drei Neon-Pets, sogar Mega-Neon-Pets traden. Also, sorry, aber da muss ich sagen, es tut mir leid.
Sie schreibt auch, oh, okay, ja, das tut mir jetzt leid, aber das war jetzt der ganze weite Weg. So, wir schauen jetzt mal. Ein Zodiac-Minion-Chick kriegen wir für unsere Ruderschnecke in Neon angeboten. Da muss ich sagen, es tut mir leid, aber das nehme ich natürlich nicht an. Sehr gut, wir kriegen Trades, ey, ohne Ende rein. Das ist richtig, richtig gut. Wer ist denn die Ruderschnecke in Englisch? Ne, die Schnecke gibt es auch noch nirgendwo. Na gut. Ich gucke deine Videos und weiß, dass du das eigentlich nicht machst, aber bitte annehmen. Nein, an dieser Stelle nehme ich es nicht an, aber vielen, vielen Dank also für die Grüße und dass du die Videos schaust. Aber ihr wisst ja, Freunde, ich trade nicht mit Zuschauern. Nie und nimmer. Hier war wieder ein Beweis dafür, dass Claudio niemals mit Zuschauern traden wird und würde. So. Neuer Server, neues Glück, würde ich mal sagen. So, da ist die Ruderschnecke. Und ich bin mal jetzt gespannt. Moment mal, das ist kein neuer Server. Das ist derselbe Server, sehe ich gerade. Da bin ich einfach auf denselben Server geklickt, weil ich habe das gerade gemerkt. Ich habe mir so, warte mal. Die ganze Person kam mir doch bekannt vor. Und ja, das war derselbe Server. So, ich glaube, die Schnecke heißt Rowing Snail, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, aber ich habe jetzt mal reingeschrieben. Und die Person gibt es mir jetzt viermal neu. Und ein königliches Sein. Ich habe jetzt geschrieben, vielleicht mein anderes Legendary Pet und dann mache ich es. Aber doch nicht für zwei königliche Eggs. Das tut mir leid. Das wird abgelehnt. Also das Angebot ist cool, weil ich krieg vier Ruderschnecken wieder. So, er hat geschrieben, er würde dann Low-Key übersenden. Dann habe ich geschrieben, ja, dann einen schönen Tag noch. Weil ich brauche jetzt unbedingt nicht. Wir können die Person jedes Mal so aufeinander hocken und dann sehen, was für Pets man hat. Das verstehe ich nicht. Also, wie macht ihr das? Also, oder geht ihr in diesen Modus hier rein? Oh, Angebot reinbekommen. Perfekt. Please Pet, schreibt die Person. Na, das wird nichts. Okay. Eine Frostfurie. Okay, direkt abgelehnt. Hat sich wohl vertan. Also, ich muss ja schon sagen, Freunde, ich finde, die Schnecke sieht in Neon richtig cool aus. Und ich bin auch wieder froh, dass ich endlich mal wieder neue Neon-Pets jetzt mir gemacht habe, weil, Freunde, ich hätte ja eine lange Zeit erstmal kein Adopt mir richtig aktiv gespielt. Ich habe mich halt immer nur zu den besonderen Events eingeloggt und habe halt, ja, mir die Sachen erkauft, muss ich leider sagen. Also, ich habe mir viel, viel, viel erkauft von den letzten Events. Weil ich dachte mir so, Claudio, die Zeit hast du jetzt gerade nicht. Also die hatte ich halt wirklich nicht die letzten Wochen. Jetzt habe ich ein bisschen wieder Zeit und ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall wieder mehr Zeit in Adopt Me reinstecken. Ansonsten könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welche Spiele ich sonst noch spielen kann auf meinem Kanal. Weil ich sehe, Adopt Me kommt momentan nicht mehr so gut bei euch an. Und deshalb, ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was für Spiele ich noch austesten kann und soll. Okay, ein Dracula-Fisch. So, ich habe jetzt geschrieben, ein Legendary Pet statt den Dracula-Fischen. Weil, ja, Ruderschnecke, schon ein cooles Pet. Also, das verstehe ich. Ach, guck mal. Nicht mal. Ja, super. Ich wollte sonst, hätte ich sonst selber abgelehnt, aber ja, wenn die Person nicht will. Die Person hat ja nach einem Dalmatiner gefragt. Ich habe einen Dalmatiner hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich. Also, sie macht eine Schildkröte rein. Ist eine Schildkröte nicht mehr wert? Ich weiß es gerade selber nicht. Nee, eine Schildkröte ist nicht mehr wert. Eine Ratte in Neon. Hab ich den Keiler? Ich glaube ja. Ich vergesse mal, welche Pets ich habe. Ich meine, den müsste ich haben. Ja, den habe ich sogar in Neon. Stimmt, beim letzten Video habe ich das genau dasselbe auch gesagt. Also, ich meine, die Pets sind ja nicht mal schlecht. Also, Geist ist cool, sogar ausgewachsen. Ratte und ein Keiler sogar. Ist irgendwo okay, aber der Rest ist nicht gut. Plus eine Fly Potion ist ganz gut, aber. Also, ich schreibe ihm auch gerade, das ist ein Win für mich. Ich weiß, aber ich mag die restlichen Pets nicht. Halb, ja. Tut mir leid für ihn, aber. Ja, es tut mir leid. Aber cool oder nett reagiert, finde ich. Deswegen ist es ja ganz lieb. Stimmt, ich wollte ja noch ein Video für euch machen, wo ich einfach euch zeige, wie ich generell spontan und so trade. Aber ja, das habe ich anscheinend noch nicht gemacht. So, da vorne ist es auf jeden Fall wieder voll. Das ist doch schon mal positiv. Was mache ich da? Warum hole ich das denn raus? Aber, oh, hier ist noch eine kleine Ecke frei. Das bietet sich doch ganz gut an. So, das Pet steht drinne und jetzt muss ich halt hoffen, dass ich in dem ganzen. Ja, durcheinander, dass irgendjemand mein Pet sieht. Wer sieht denn den ganzen Durcheinander mein Pet? Oder möchte mein Pet, eher gesagt. Oder ist ein Shadow Dragon, ne? Okay, Ruderschnecke. Ruderschnecke. Ruderschnecke, Ruderschnecke. Und wahrscheinlich doch mal ein viertes Mal. Ja, ein viertes Mal. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Weil wenn jetzt ein Legendary Pet kommt, dann könnte man drüber nachdenken. Weil ich finde, wenn du viermal dasselbe Pet wiederbekommst, wirst du quasi für deine Zeit belohnt. Und das finde ich wiederum irgendwo ganz okay. Jetzt brauche ich nur noch. Ich habe jetzt geschrieben, dass er ist vielleicht mit einem Legendary Pet. Aber ich habe jetzt geschrieben, dass er. Also, ich habe jetzt geschrieben, dass sie den Roadrunner, also Rennkuckuck, mit einem Legendary Pet, welches ich mag, umändern soll oder ändern soll. Und dann haben wir einen Deal.
Aber ja, bin gespannt, ob ich mir so einen schaffe. Weil Roadrunner habe ich noch, glaube ich, sogar in Mega Neon. Genau. Den finde ich auch richtig cool, den Vogel. Ey. I don't have one I can give. Okay, ich habe geschrieben, okay, aber danke. Also, habe mich trotzdem bedankt für den netten Austausch. War ganz cool. Und wir schreiben jetzt wieder rein. Okay. All of Dinos. All of Dinos. Bin gespannt. Oh, falsches Pad. Zicklein, na? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bin ich euch ehrlich, ist gewöhnlich gegen selten. Goldener Lunatiger. Nee, 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 nee. Das wird, glaube ich, nichts. Und dann Ruderschnecke noch. Nee, schwarze Halloween-Mumienkatze. Das wird nichts. Ich schreibe auch rein, no thank you. Anscheinend wird mein no thank you ausgeblendet. Schade, aber ich habe mich auf jeden Fall bedankt bei der Person. So, wir gucken mal weiter. Aber ihr merkt, Freunde, Angebote kriegen wir auf jeden Fall rein. Das ist doch immerhin vorteilhaft. Oder beziehungsweise, das ist cool, das freut mich. Das heißt, mein Pet ist jetzt nicht so schlecht. So, warte mal, die Person hatte doch hier einen Shadow Dragon, ne? Die befindet sich schon bereits in einem Handel. Hatte sie nicht einen Shadow Dragon oder irre ich mich da gerade? Doch, hatte sie doch. Es war doch die Person mit einem Shadow Dragon. Und da wurde ich abgelehnt. Das ist schade. Na gut. Ich würde sagen, ich wechsle noch das letzte Mal den Server und dann war es das mit der Challenge. Vielleicht finde ich ja jetzt noch ein Angebot. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein Angebot hätte annehmen können, aber ich meine nicht. Nee, da war kein Angebot drin oder kein Angebot vorhanden, wo ich gesagt hätte, oh, das Angebot war gut, deswegen habe ich alles richtig gemacht, glaube ich. Die Person stellt sich genau vor mein Schild. Das ist nicht so cool, aber ist nicht so schlimm. So, wir schreiben mal in den Chat rein. Hat die gerade wirklich mein... Ah, okay, nee, sie handelt gerade. Lasst uns doch mal versuchen, für den Shadow Dragon was anzubieten. Aber ich kriege gerade ein Angebot rein. Na gut, dann gucken wir mal. Ich kriege ein Zicklein angeboten und ein Rotfeuerfisch. Ich habe auch gerade auf den anderen Servern Zicklein angeboten bekommen. Was hat das mit dem Zicklein an sich in Neon? In Neon? I don't know, egal, komm. Ich will den Schattendrachen. Versuch mal für den zu traden. Also, ich weiß, das ist für mich. Also, wahrscheinlich ist die Chance, dass ich den bekomme, null. Aber man kann es ja trotzdem probieren. So. Ich hatte schon mal einen Shadow Dragon. Aber ich glaube echt, für einen Shadow Dragon müsste ich mir erstmal Frostdrachen ertraden und dann mit denen halt versuchen, an einen Bad Dragon zu kommen, weil ich will eigentlich den Bad Dragon. Shadow Dragon hatte ich ja schon in meinem Besitz, Freunde. Ich kann es euch ja mal zeigen. So, guck mal. Okay, wir nehmen mal an. Ich zeig's euch mal. Schatten. Den Schattendrachen haben wir im Besitz gehabt im Jahre 2024. Das ist schon heftig. Okay, ich krieg 4 Ruderschnecken angeboten und jetzt noch ein Leder. Ah, 4 Apostin. Also 4 sind erwachsen. Okay, tut jetzt 2 Jungerwachsene rein und 2 Neugeborene rein. Okay, ich habe jetzt mal geschrieben, ob die Person noch mehr Pets reintun kann, weil ich mag das nicht. Aber das Angebot hier ist richtig gut, weil 2 Jungerwachsene und 2 Neugeborene. Ich glaube, wenn du seltene Pets zu Neon machen, to be honest, never mind. Okay, gut, dann nicht. Also, muss ich auch nicht verstehen, Freunde. Aber ich überlege gerade, soll ich nicht mal versuchen? Moment, lass mich mal kurz gucken. Wir haben hier doch ein Evil Unicorn in Flyride. So. Ich habe doch hier ein paar Pets. Lass uns mal kurz überlegen, ob wir vielleicht an das Evil Unicorn rankommen könnten. Solange nehmen wir das an und gucken mal, was wir angeboten bekommen. Aber, warte mal. So ein Salmatiner könnte ich doch hergeben. So ein Salmatiner in Rides. Ich gucke gerade, warte, ich zeige es euch mal, Freunde. So, jetzt könnt ihr mal mitgucken. Und zwar seht ihr es ja hier. Dalmatiner tue ich rein. Vielleicht tue ich eine Schneeeule rein, weil eine Schneeeule kann ich mir mal ganz gut ertraden. Eine Schneeeule rein, das sind wir auf 1,9. Dann Kochgorilla. Koch. Ach, ich schreibe mir Kochgorilla. In Mega Neon. Und vielleicht noch einen blauen Hund, ich weiß es nicht. Ich schreibe schon selber blauer Hund. Und einen Blue Dog, okay. Ach, Freunde, währenddessen seht ihr, ich kriege noch ein Angebot rein, aber das lehne ich halt ab. So, jetzt probieren wir es mal. Lasst uns doch mal probieren, mal das Pet zu bekommen. Befindet sich schon am Trade, okay. Ach so, okay. Dann warte ich mal. Wo ist denn die Person vielleicht? Flyrides Ruderschnecke. Flyride sag ich schon, ist ja nur Fly. Wo ist denn Jake? Ich würde gerne mit Jake handeln, aber ich kriege währenddessen weiterhin Angebote rein. Eine Ruderschnecke, 2 Ruderschnecken, 4 Ruderschnecken, 5. Ich habe jetzt auch hier wieder reingeschrieben. 4 und ein gutes Legendary Pet. Dann sind wir im Geschäft. Ey, Jake befindet sich die ganze Zeit im Handel, so. Das heißt, das wird wohl nichts mit dem Trade mit Jake. Das ist ein bisschen blöd, weil ich hätte echt gerne geguckt, ob ich mit ihm traden kann und der vielleicht mein Angebot sogar gut findet, weil ich fand das Angebot jetzt gut laut der Seite, also laut Adopt Me Values GG fand ist das Angebot gut. Und ja, aber ja, er kommt hier nicht raus für das neue Minigame in Adopt Me. Ihr seht es auch im Hintergrund, es geht in 1 Minute und 30 los. Erster Tipp, geht auf den Private Server, denn
Wenn ihr mit mehreren Leuten auf einem öffentlichen Server spielt, dann sind diese Personen ja schließlich auch mit im Minigame und nehmen euch manchmal die Sicht weg und ihr könnt Kisten oder Münzen schlechter sehen. Wir gehen auch schon langsam rein. Freunde, Tipp Nummer 2 kann ich euch jetzt auch schon geben. Ihr seht es ja hier, hier vorne ist ja so eine kleine Kiste. Es gibt in dem Minigame 2 Kisten. 2 verschiedene Kisten. Es gibt eine normale Kiste, dort kriegt man, glaube ich, 100 Münzen. Und es gibt einmal eine Premium-Kiste. Wie viele Münzen es dort aber gibt, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ich glaube vielleicht 400, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber vielleicht vertue ich mich auch gerade. Das müssen wir gleich herausfinden. Und es geht endlich los. Freunde, dann kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Und zwar, haltet Ausschau. Also, erster Tipp ist eigentlich, haltet Ausschau nach den Kisten. Und zweitens, haltet Ausschau nach Items. Wichtig dabei, wenn ihr die Münzen oder Items einsammeln wollt, wie hier, ihr seht es gerade, hier ist ein Magnet. Dieser Magnet ist super, weil jetzt müsst ihr nur noch fliegen. Und könnt jetzt so rangehen. Guck mal, da ist eine Premium-Kiste. Oh, ich hab die bekommen. Okay, das waren jetzt, glaube ich, 300 Münzen, wenn ich mich nicht ganz getäuscht habe. So, genau. Also, wie ich schon gesagt habe, haltet euch, versucht, diese Magneten zu bekommen. Und dann gibt es noch so Schwimmflosseln. Die sind auch ganz gut zu bekommen. Und an sich würde ich eigentlich als Tipp geben, eigentlich echt nur gucken, ob ihr Kisten schnell findet und dann diese Kisten schnell einsammeln, weil ja, Kisten lohnen sich halt schon viel, viel mehr als nur Münzen einsammeln. Ich sehe ja aber auch gerade keine. Ach, warte, war da nicht hinter mir eine Kiste? Nee. Okay, das ist jetzt ein bisschen nicht so gut, dass ich jetzt irgendwie keine Kiste mehr finde. Da ist doch eine. Guck mal hier. Das ist jetzt eine Standardkiste. Und da haben wir jetzt nicht so viel bekommen. So, wir schauen jetzt mal. Ach ja, Freunde, versucht natürlich von den Tentakeln und von den Kraken fernzubleiben, weil wenn die euch erwischen, dann seid ihr für eine kurze Zeit, ja, gelähmt und könnt euch nicht mehr bewegen. Aber ich muss sagen, ich stelle mich gerade richtig schlecht an, Freunde. Irgendwie finde ich keine Kiste mehr. Das ist jetzt richtig schade. Ey, das ist aber jetzt richtig schade, Freunde. Also, ich mache natürlich noch weitere Durchgänge für euch. Aber ihr seht es auch hier. Guck mal, da vorne ist eine Kiste. Die muss jetzt... Ach, guckt mal an. Ich fliege gegen die Strömung. Schaut mal, die kriege ich nicht mehr, weil ich halt zu langsam bin. Jetzt wären diese Flosseln besser gewesen. Und kriege ich sie? Ich kriege sie noch. Ja, Freunde. Immerhin habe ich... Ja, 985. Also, das ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut, würde ich sagen. Ich glaube, so, wenn man 1200 Münzen schafft, dann ist das eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Aber 900 ist jetzt auch nicht schlecht. Ich hatte halt Pech, ich habe nicht so viele Kisten gefunden. Aber ja, das sind die ersten Tipps. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich noch mal rein und warten die 18 Minuten ab. Und dann gehen wir in die zweite Runde rein. So, wir kommen jetzt zum zweiten Minigame. Boah, das dauert doch immer so lange, ne? 20 Minuten. 10 Tage ist noch das Minigame übrigens hier. Das heißt, ihr habt noch Zeit, um euch hier die Cranky Coins... Was heißen die Cranky Coins? Ich verwechsel immer den Namen. Ich hoffe, das sind die Cranky Coins. Ja, doch, die Cranky Coins. Um euch die Cranky Coins zu erspielen und ja, noch coole Pets zu bekommen. Ich habe ja schon alle Pets. Ich glaube, man kriegt auch relativ schnell alle Pets vom neuen Event. Das finde ich wiederum ganz cool, muss ich sagen. Ja, let's go. Okay. Da unten ist irgendwas runtergerutscht. Okay. Jetzt, Freunde, versucht ein bisschen aufmerksamer zu spielen. Versuche mal nicht in den Strudel da zu fliegen. Was gibt's denn da? Okay, okay. In der Mitte gibt es gar nichts. Warum gehe ich in die Mitte? In der Mitte gibt es gar nichts. Hä? Meistens sind unten viele Sachen, aber dieses Mal gibt es hier gar nichts unten. Das bestürzt mich irgendwie, weil ich dachte, vielleicht bin ich hier so Kisten und so weiter, aber nee, gar nichts. Okay, das ist aber jetzt ein bisschen fail, weil es liegt ja jetzt nicht an mir, dass ich nichts finde, sondern... Es liegt daran, dass hier einfach gerade nichts ist. Ist da vorne nicht die Kiste? Ja, da vorne ist die Kiste. Guck mal, das ist jetzt eine Standardkiste. Wir haben 156, nee, oder 165. So, jetzt haben wir 270. Ich weiß gar nicht, wie viel waren das jetzt? Ah, da ist die Kiste. Guck mal, da ist die Kiste. Schnell, 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 schnell. An den Strudeln vorbei. Nein, 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 nein. Krieg ich die Kiste noch? Ich müsste die ja nicht noch bekommen, oder? Ja, habe ich bekommen. Sehr gut. Boah, die Strudel nerven gerade. Oh, da ist noch eine Kiste. Perfekt. Und noch eine Kiste. Schau mal, ist schon besser als eben. Ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Kisten bekommen, aber weniger Geld. Da seht ihr es, die Kisten sind nicht immer gut. Aber wo ist denn hier eine Premium-Kiste? Guck mal, da vorne ist eine Kiste. Wieder eine Standardkiste. Ey, ich finde keine Premium-Kiste, das nervt. So, jetzt haben wir das hier. Das ist ganz gut, der Magnet. Aber ich muss auch sagen, Freunde, die Strudel hier nerven gerade gewaltig.
Also die sind schon echt nervig, die Strudel hier. Ja, das war jetzt mal eine Fellrunde, obwohl ich drei oder vier Kisten hatte. Seht ihr es, Freunde, es sind die Standardkisten gewesen und ich habe jetzt sogar weniger als davor gehabt. Ich habe 750. Das heißt, haltet Ausschau nach den Kisten, aber vergesst nicht dabei, auch währenddessen die Coins einzusammeln, weil das habe ich jetzt gemacht und ihr seht es, ich habe nur 750 gehabt. Dementsprechend war das gerade ein Fail. Wir machen noch eine dritte Runde dran. So, wir kommen jetzt zum dritten Game. Ich hoffe, jetzt bin ich besser, weil die ersten zwei kann man sich, glaube ich, eigentlich gar nicht angucken und sagen, oh, Claudio, du hast uns gute Tipps gegeben. So, dann haben wir doch Glück. Guck mal, wir haben hier direkt den Magneten. Oh, ist euer Ernst? Habt ihr das gerade gesehen? Da ist gerade eine Kiste einfach vor meinen Augen verschwunden, aber das ist nicht so schlimm, weil wir holen uns jetzt das hier. Das ist doch ganz gut, okay. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob wir eine Kiste irgendwo finden. Aber Freunde, ich sag's euch ganz ehrlich, da ist eine Kiste. Schaffe ich die noch zu bekommen? Nee. Guckt euch an, die wird jetzt vor meinen Augen weggehen. Wobei, nee, ich habe sie doch bekommen. So, jetzt seht ihr es auch hier einmal. Mich haben die Kraken erwischt, das war jetzt nicht so clever. Aber ich habe eigentlich schon ganz gut. Habt mal da, Freunde, da seht ihr es auch endlich. Hier, da sind die Schwimmflügel, die sind ganz gut, weil die helfen euch schneller zu schwimmen. So, aber ich habe nicht viel damit angefangen, bin ich euch ehrlich. Wobei doch. Hä? Wieso habe ich gerade keine Coins mehr eingesammelt? So, hier ist noch eine Kiste, perfekt. Okay, hier gibt es auch was, aber hier würde ich mich nicht so lange aufhalten, weil hier kann man rumbuggen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob es irgendwo noch Kisten gibt. Auf einmal, ich sehe einfach da Schwimmflügel. So, Schwimmflügel sind gut. Ah, guck mal, das ist doch jetzt mal eine gute Runde. So, jetzt holen wir uns noch diese Kiste. Das ist doch mal eine gute Runde, aber nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Weil. Ja, wir haben schon endlich über 1000. Komm, Freunde, das ist doch dann wenigstens noch ein guter Abschluss. Immerhin konnte ich euch eine Runde zeigen, die. Ach, mal, das ist doch eine Kiste. Schaffe ich den noch? Schaffe ich den noch? Schaffe ich den noch? Ja. 1130. Ey, 1130. Ich hab's euch gesagt, Freunde. Also, man muss eigentlich nur Glück haben und versuchen, viele Items und ja, Fähigkeiten zu bekommen. Also Magnet oder Schwimmflügel. Ich habe die jetzt zweimal bekommen, Schwimmflügel, und habe dann viele Kisten einsammeln können. Und das war ganz gut. Ja, wie fandet ihr die Tipps? Habt ihr irgendwelche Tipps? Doch schreibt mal in die Kommentare. Das Problem ist, ich habe nicht so viele Kisten gefunden. Das war ein bisschen ärgerlich. Wir können für 1000 oder für 4000 Cranky Coins Pets erhalten. Und ich habe mich heute dafür entschieden, dass ich das mit 1000 machen werde. Obwohl ich das gerne schon mit den 4000 gemacht hätte. Aber vielleicht kommt das Ganze ja noch. Ich habe 26.000 Cranky Coins. Das heißt, ich kann 26 Mal versuchen, die Pets zu bekommen. Und ihr seht es hier schon. Bei den 4000 Cranky Coins, die ihr zahlen müsstet, kriegt ihr keine Uncommon und Common Pets, also keine gewöhnlichen und ungewöhnlichen Pets. Das heißt, ihr beginnt direkt mit selten, was cool ist, und dann extrem selten und dann Legendary. Bei den 4000 Cranky Coins sieht das Ganze anders aus. Und zwar gewöhnlich 39%ige Chance, ungewöhnlich 30%ige Chance, Rare, also selten 20%ige Chance, extrem selten 10%, 10%ige Chance und Legendary 1%ige Chance, ein Pet zu bekommen. So, wir fangen auch an. Und fangen mit dem ersten an. Okay, es ist ein Kraken auf dem Bild. Ich habe einen Seeengel gefunden. Okay, das ist in Ordnung. So ein Seeengel, das finde ich ganz in Ordnung. So, wir machen jetzt mit dem zweiten weiter. Wieder ein Kraken. Dracula-Fisch. Oh, ihr seht hier. Moment, Moment, Moment. Wieso? Hä? Wo ist meine Mitgliedschaft? Wo ist meine Adopt-Me-Mitgliedschaft? Ich hatte doch abonniert. Wo ist sie hin? Das verstehe ich nicht so. Ich muss kurz meine Mitgliedschaft wieder mal machen. Einen Moment. Ja, Freunde, es will irgendwie gerade nicht funktionieren. Ich weiß nicht warum, aber das ist gerade komisch. Aber gut, kann ich nicht ändern. Okay, wir machen dann weiter. Und wir öffnen das nächste. Noch ein Dracula-Fisch. Okay. Ist doch in Ordnung, würde ich mal sagen. So. Es ist ein Leinfisch. Oh, ein Leinfisch. Warte mal. Ist doch extrem selten. 10%ige Chance. Also hat sich bis jetzt schon gelohnt. Nee, ich möchte das nicht nochmal spielen. Ach, ein Seeigel. Ein Seeigel. Davon habe ich nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich muss auch sagen, ich finde bis jetzt auch alle Pets, die wir haben, oder die es vom neuen Event gibt, in Neon richtig, richtig cool. Den einen kennt ihr ja schon von mir. Warte, ich zeig's euch mal. Nee, der heißt gar nicht Seeigel. Der heißt, wie heißt der denn? Ruderschnecke. Ruderschnecke. Hier, die Ruderschnecke sieht ja so aus. Und so sieht die in Neon aus. Ey, richtig, richtig cool, muss ich sagen. Guckt euch mal an, hallo. Ey, warum geht meine Funktion nicht? Das regt mich gerade richtig auf, weil ich würde schon gerne die Funktion weiterhin beibehalten. Ja, aber geht anscheinend nicht.
Oh, und Örtchen. Ich weiß gar nicht, warum es Örtchen heißt, aber ist anscheinend der englische Begriff dafür. Noch ein Örtchen, ein Seeigel. Ist doch ganz gut. Wir lernen dadurch neue Begriffe. Leinfisch. Rotfeuerfisch. Ja. Hat halt so Korallen, ne? Also sieht aus, als hätte es Korallen im Gesicht. Aber ich muss sagen, bis jetzt haben wir den oder das Legendary Pet noch nicht bekommen. Lasst uns mal schauen. Krack. Was sage ich, Freunde? Ganz ehrlich, no joke, macht lieber die 4000. Weil guck mal, Freunde, ihr braucht so lange, bis ihr euch 4000 erspielt. Ihr könnt 4 Pets bekommen. Und schaut mal jetzt. Ich hatte genau 26.000. Das heißt, ich habe 11 Stück gezogen und beim 11. habe ich den Kraken bekommen. Die Chance, den zu bekommen, ist nur 1%. Ich weiß. Aber ganz ehrlich, trotzdem, es lohnt sich mehr. Wie ich euch gesagt habe, ihr kriegt statt einem Pet, kriegt ihr 4 Pets. Und wenn ihr dann den Kraken bekommt, wäre das cool. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So. Ihr habt es ja gesehen bei mir. So, Seeigel, Dracula-Fisch wieder. Okay. Aber ey, ganz ehrlich, ich sammle die Pets. Also, das Event, muss ich sagen, ist schon ganz cool. Weil, erstens, Kosten. Also, kostet es nicht viel, ein Pet zu bekommen. Ihr seht ja 1000. Das heißt, mit einem Game könntet ihr eigentlich ein Pet euch erspielen. Das heißt, ihr könntet euch in der Stunde 4 Pets erspielen. Weil, Game dauert ja 20 Minuten. Mal 4. 60, eine Stunde. Wenn ihr aktiv spielt, könntet ihr euch wahrscheinlich 4 Pets erspielen. Das finde ich wiederum ganz cool, dass man sich wieder Sachen erspielen kann. Ey, aber ich sehe schon Ruderschnecken. Davon kriegt man sehr, sehr viele. Ich meine, es ist nicht schlimm, weil ich mag die Ruderschnecke. Ich mag generell alle Pets vom neuen Event. Und wir schauen jetzt mal. Eine zweite Krake wäre schon krass, bin ich euch ehrlich. Aber die zu bekommen ist halt jetzt vielleicht utopisch. Linefish, okay, den Linefish, den sehe ich gar nicht auf. Aber wahrscheinlich würde ich den jetzt öfter sehen, würde ich, ja, die für 4000 kaufen. So, wir öffnen mal noch einen. Linefish, okay. Wir öffnen mal noch einen. Okay, ein Seeigel. Wir öffnen mal noch einen. Hallo? Ja, eine Krake ist das mit einer Sonnenbrille. Ey, und ich krieg eine Krake. Ey, das ist so krass. Wirklich, manchmal hat man es irgendwie im Gefühl, ich sage, ach, das ist eine Krake mit. Moment, das ist eine Krake mit Sonnenbrille. Hatten wir eben auch eine Krake mit Sonnenbrille? Nee, oder? Nee, das ist willkürlich, oder? Welche Sticker kommen? Dracula-Fisch. Wir achten jetzt mal drauf. Wieder, das müsste ja dann tendenziell wieder Dracula-Fisch sein. Moment. Warum habe ich nicht früher drauf geachtet? So, jetzt kommen wir zum letzten. Jetzt müsste es wieder ein Dracula-Fisch sein. Und das ist nicht ein Dracula-Fisch. Das ist gut. Das heißt, immerhin wurde das nicht bestätigt, die These, dass wenn ein Sticker kommt oder etwas aufgeploppt wird, dass es dann das Pet sein wird. Nein. Aber Freunde, ihr seht, wir haben zweimal den Kraken bekommen. Also das wiederum ist schon richtig, richtig cool. Ich meine, der Krake ist cool. Und ganz ehrlich, Freunde, lasst uns mal wieder reingehen ins Sammelalbum. Und zwar Ozean-Events. Dracula-Fisch. Ey, in Neon, der hat einfach dann ein blaues Gesicht und blaue so Details. Das ist schon wiederum ganz cool. Wir schauen uns das mal in Mega-Neon an. Ja, muss aber nicht sein, bin ich euch ehrlich. Muss nicht sein in Mega-Neon. In Neon sieht das schon krass aus, finde ich, in Blau. So der Krake. Ja. Krake ist jetzt nicht so gewöhnlich in Neon, aber in Mega Neon sieht er, finde ich, wiederum cooler aus. Aber dauert doch erstmal den 16 Mal ausgewachsen zu machen, dann nochmal 4 Mal in Neon ausgewachsen zu machen, dauert. Rotfeuerfisch. Oh ja. Der sieht so normal nicht so krass aus, aber ich finde, in Neon sieht er schon richtig, richtig heftig aus. Weil die weiße Farbe kommt einfach super zur Geltung und er sieht einfach krass aus. Ja, in Mega Neon. Ey, in Mega Neon sieht er auch krass aus. So, Ruderschnecke. Ey, in Neon einfach krass. Und jetzt in Mega Neon. Ja, doch. Werde ich wahrscheinlich auch zu Mega Neon machen, weil der sieht einfach cool aus. Seeigel. Ey, ich finde das in Neon mit diesen weißen Details eigentlich schon richtig, richtig cool. Was hat so was Stylisches, versteht ihr, Freunde? Und in Mega Neon, ey, auch das sieht richtig krass aus. Und der ist nur gewöhnlich. Das heißt, den werde ich auf jeden Fall in beiden Varianten machen. In Neon und in Mega Neon. Und auch haben, hoffentlich. Aber ihr seht schon, guck mal, wie cool der aussieht. Einfach so stylisch, ey. Ja, das waren die Pets und ich würde sagen, das Experiment ist tatsächlich geglückt. 26 Mal habe ich Pets bekommen oder gezogen und ich habe zweimal den Kraken bekommen. Die Prozentchance ist 1. Das war schon ziemlich, ziemlich gut. Freunde, welche Pets habt ihr schon? Welche Pets habt ihr schon in Neon und welche würdet ihr in Neon machen? Schreibt das mal alles in die Kommentare. Mich interessiert das wirklich. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
soll doch bitte mal den Kraken traden. Und ja, da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, das mache ich auch. Ich habe den Kraken hier bei mir. So, ich werde den jetzt da hinstellen, so Gegenstand wählen. Es ist der Krake. Wo haben wir den denn? So, der kommt natürlich auch raus. Ich habe ihn auch dreimal, muss man sagen. Das ist auch ganz cool. Okay, jetzt muss ich es reinschreiben. Wie heißt der denn auf Englisch? Also, wie auf Englisch heißt, aber jetzt nicht, wie dieser Krake auf Englisch heißt. Weil das ist ja vom Event. So, warte, wir gucken es mal an. Boah, das muss ich mir jetzt genau anschauen, weil ich habe jetzt den Kraken hier eingefügt, Freunde. Ihr seht es auch, es ist Legendary. Und ich kriege dafür einen Neon Flyride weißen Lunatiger. Ich bin mir tatsächlich hier nicht sicher, ob dieser Lunatiger gut ist, aber ich sehe gerade, nee, der Kraken hat ein leichtes, also hat ist ein bisschen mehr wert. Das heißt, dementsprechend würde ich das vielleicht nicht angehen. So, ich frage ihn mal aber, weil, ich muss schon sagen, weißer Lunatiger in Neon sieht schon cool aus. Ich guck mal, wie oft ich den weißen Lunatiger habe. So, ich habe den 6-mal. Ja. Ich habe jetzt mal gefragt, ob er mir mehr zeigen kann und ich suche mir einfach eins aus. Aber ich muss sagen, der Seeigel sieht auch nicht schlecht aus. So, schwarzer Schwertfisch. Singularitätskäfer. Sieht auch nicht so verkehrt aus. Dann habe ich 2-mal, dann hätte ich den 3-mal. Ich weiß nicht. Also es ist halt ein Neonfisch. Neonfisch, sag ich schon. Neonpets. Eigentlich nicht schlecht. Ja, komm, wir nehmen es an. Ich guck mal, ob die Person das noch annimmt. Ich glaube, so laut der Value ist es relativ fair. Okay, er hat abgelehnt. Gut, dann wurde ich da geprankt. Aber ich verstehe nicht, warum. War doch eigentlich ein gutes Angebot. Dann schauen wir mal weiter. So ein neues Angebot, perfekt. Bin ich gespannt. Okay, die Person fragt, ob sie 15 Pets mir anbieten darf. Ich habe geschrieben, okay. Ich weiß jetzt nicht, was genau Sache ist, aber Rotfeuerfisch, Ruderschnecke, Draculafisch, Wüstenfuchs, Kirin. Ah, sie meint wahrscheinlich jetzt für den Kraken. Rock gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Also den Stein, den mag ich. Aber den habe ich ja schon so oft. Ja, die Petze, also ich muss sagen, der Stein gefällt mir, ja. Die Rotfeuerfische sind auch nicht schlecht. Draculafisch auch nicht an sich. Ruderschneck auch nicht, aber ja. Ja, die Person schreibt, dass sie es doch nicht hat, aber ich muss sagen, danke, aber nee. Ich weiß, ich habe den Kraken halt noch ein paar Mal. Aber nee, die Pets. Nee, Freunde, da muss ich ablehnen. Also das muss ich ablehnen, leider. Wir gucken mal weiter, ob ein neues Angebot reinkommt. So, wir sind auf dem neuen Server und wir schauen jetzt mal nach, ob wir hier bessere Trades reinbekommen. Was ich auch letztens festgestellt habe, oder neulich erst, oder vor kurzem, ich kann es euch mal zeigen, Freunde. Wir haben ja tatsächlich Premium. Aber ich kann keine zwei Pets mehr gleichzeitig rausholen. Das ist richtig irgendwie Scam. Ihr seht es auch hier. Kann verwendet werden, um für 30 Tage zwei Haustiere rauszupacken. Warum ist das so? Schreibt es mal in die Kommentare, da... Irgendwie finde ich das nicht fair, weil bei dem ersten Premium war es ja so, dass man die Pets ja gleichzeitig draußen haben kann, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Das ist ein bisschen Scam, finde ich. So, erstes Angebot kommt jetzt endlich rein. Wir schauen jetzt mal, was es ist. Der Krake muss weg, Freunde. Der Krake muss weg. Okay, die Person schreibt immerhin, was für Angebot ich bis jetzt bekommen habe. Deswegen schreibe ich ihr mal. Also ich habe jetzt auch geschrieben, was ich auch ehrlich, ja, Angebot bekommen habe. Und zwar ein extrem seltenes Neon-Pets und halt Legendary-Pets. Warte, habe ich Legendary Pets angeboten bekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ups. Ja, aber okay, ich sollte aber auf jeden Fall Legendary Pets dafür bekommen, so. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie hier ihn veräppelt hätte. Sorry, no. Okay, er hat geschrieben nein, aber danke fürs Sagen. Gut, ich weiß jetzt nicht, was das sollte, weil ob er mir jetzt eine Ride oder Fly Potion gibt oder ein Legendary Pets, kommt doch fast auf dasselbe hinaus. Aber gut, wir warten mal ab. Nächstes Angebot, okay. So, jetzt schauen wir mal. Rotfeuerfisch, Rotfeuerfisch, ja. Blau geringelte Kraken. Ja, gut, nee. Das ist jetzt nicht so mein Favorite. Von denen habe ich auch 7 Stück, so. Rotfeuerfisch muss jetzt nicht sein. Irgendwie wollen die Leute hier nicht mehr geben. Aber ich schreibe mal rein. Nein, danke. Nee, das kann ich nicht annehmen. Das ist, glaube ich, wieder dieselbe Person. Wir schauen mal. Ein Panda in Flyride. Okay, warte, wir gucken uns das mal an. Panda habe ich nämlich sogar... Panda Flyride wäre sogar cool. Aber ich glaube, Panda Flyride ist zu wenig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Ja, nee, das ist die Hälfte gerade. Ich schreibe mal rein, dass er auch adden soll. Jetzt, warte, hat die Person gerade geschrieben, dass ich hinzufügen soll? Ernsthaft? Also, sorry, da lehne ich jetzt ab. Also ich glaube, die Person weiß nicht, dass ein Panda Fly Ride, obwohl es Fly Ride ist, nicht mehr wert ist als ein Legendary Pet. Nee, danke. Hier ist ein Evil Unicorn. Eigentlich will ich ja den Kraken traden, aber da haben wir gerade so ein Evil Unicorn ins Auge sticht. Frag ich mal, ob ich
vielleicht den Evil Union oder das, den Evil Unicorn traden kann. Wäre doch mal interessant, wir gucken mal. So, ich frage mal, ob ich jetzt ja, mein Glück versuchen darf und mach mal einige Pets raus, die ich so vielleicht behalten will. Weil ich habe hier so eine Liste, müsst ihr wissen, Freunde, und da habe ich schon ein paar Pets vorgefertigt. Und ich guck mal, ob die Person annehmen würde vielleicht das Angebot. Ich habe hier genau 3, 6, 9, 12 Neon-Pets, alle Legendary. Ich bin mal gespannt. Und hier steht also laut der Liste, komme ich tatsächlich so leicht ran. Bin mal gespannt, ob die Person das auch annehmen würde. So, Luna, guck mal hier, das haben wir. Dann haben wir das. So, dann fehlen uns noch die. Ich würde mal sagen, so, ich frage ihn jetzt mal, was er sagt. Weil eigentlich musst du noch zwei Pets hinzufügen. Dann hätten wir so eine, dann bin ich ein bisschen drüber. Aber ich frage mal jetzt schon, weil das sind ja schon eigentlich krasse Pets. Ach, das ist Neon-Unicorn. Ich sehe gerade, das ist Neon-Unicorn. Moment. Dann werde ich bestimmt nicht dafür bieten können. Eieiei, nee. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Ich frage mal, ob ich trotzdem versuchen darf. Okay, komm. Dann fügen wir noch den ein. Dann fügen wir das ein, das ein. Das. 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 Und ich glaube, so aus dem Kopf, dann müsste ich ungefähr jetzt bei einem Rating von 1 sein. Und Evil Unicorn hat ein Rating von 1,3. So, ich frage ihn jetzt mal, was er jetzt sagt. Weil das sind ja jetzt 3, 6, 9, 12, 15, 17 Neon-Pets. So, ich frage mich, was er jetzt sagt, weil das sind 17 Neon-Legendary-Pets. Also, vielleicht werden auch einige von euch sagen, oh, Claudia, du bist viel drüber, aber ich weiß es so ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal, ich check mal noch Elder Breath ab. Vielleicht bin ich ja echt viel, viel drüber, aber ich glaube eigentlich nicht. Evil Unicorn in Neon-Flyride ist schon nicht ohne. So, wir gucken mal jetzt schnell. Cool, schreibt er. Okay. Ja, aber sieht nach einem Nein aus, tatsächlich. Sieht nach einem Nein aus. Er fragt, ob er für den Werwolf und Mitternachtsdrachen anbieten kann. Ich habe ihm gerade 17 Neon-Pets angeboten und er will für die beiden Pets anbieten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt ein, also nicht Scammer ist, aber ob er jetzt so in Anführungszeichen mir ein gutes Angebot macht oder ein schlechtes Angebot. Das interessiert mich jetzt, aber das werden wir jetzt herausfinden. So, währenddessen gebe ich mal die Pets, die ich gerade hatte, auf Elvebrett ein. Guck mal, ob das immer noch derselbe Preis ist. Okay, okay. Ich schreibe mal rein, just Pets, please. Also nicht diese Ride Potion oder was auch immer der davor hat. Nee, okay, bin mal gespannt. So, schreibe mal wieder rein, just Pets, please. Also, so, ich schreibe es wieder rein. Mal schauen, ob er es... Ich glaube, er will gar nicht diskutieren, sondern er denkt wirklich, ich will das Angebot annehmen. Also das... Ach, das ist mir echt zu blöd, weißt du was? So, tu jetzt ein Sandwich rein. Und jetzt mache ich mal wie er, auch auf frech annehmen. Ja, super. Das finde ich wiederum frech. Ich schreibe doch rein Just Pets und dann macht er sowas halt. Naja. So, oh, hier ist noch ein Papagei. Eigentlich würde ich es gerne noch mit dem Papagei probieren. Ich weiß nicht. Könnte ich den Papagei bekommen? So ist ja ein Flyray-Papagei. So, jetzt frage ich immer, ob ich anbieten darf. Und ich gucke mal nach, ob mein Angebot gut wäre. Hä? Er schreibt Bra. Wieso? Okay, er schreibt Harry ab. Oh, da ist ja jemand, da ist ja jemand richtig eilig. Na gut, dann beeile ich mich. So, Kitsune haben wir hier. Dann haben wir hier den. Dann... Abgelehnt. Ich war noch nicht mal fertig. Also, ein Papagei ist cool, ja, das weiß ich, aber wie wäre es denn mal mit Abwarten? Ich bin ja vom eigentlichen Trade wieder abgewichen, vom Kraken zum Papagei und zum, ja, Evil Unicorn, aber ich fand es einfach cool. Ne, okay, zu, ne? Ich schreib rein, nein, danke. Das Video ist ja wieder mal komplett abgedriftet. So, ich guck mal jetzt da rein oder ich wechsle den Server und guck mal nochmal, ob ich jetzt ein, zwei gute Angebote für den Kraken bekomme. Oh, das sieht doch super aus schon mal mit den ganzen Ständen hier. Uiuiui. So, dann stellen wir jetzt den Kraken hier rein. Und ich bin gespannt, ob die Personen anfangen werden, mir für den Kraken gute Angebote zu machen. Das interessiert mich jetzt mal. So, den lassen wir hier und bin jetzt mal gespannt. Freunde, ihr merkt, ich wollte eigentlich, das Video sollte eigentlich ganz, ganz anders werden, aber ich sehe so viele krasse Top-10-Pets, dass ich einfach gezwungen bin und ja, einfach ja versuchen werde, für die Pets zu traden. Ich habe im Kopf so grob meinen Plan, welche Pets ich hergeben könnte, damit ich auf ein Rating von 1,1 komme. Und das sind halt diese ganzen Pets, die ich jetzt gerade reintue. Ist doch ein Werwolf leider. Okay, 18 Pets sind das jetzt. 18 Neon-Pets Legendary. Ne, das sind jetzt keine normalen Pets. Das sind 18 Legendary Neon-Pets gegen ein Frostdrachen. Ich glaube, ich bin leicht drüber jetzt. Aber es ist halt trotzdem ein krasses Angebot, finde ich. Bin mal gespannt, ob die Person ja schreibt oder nicht. Das sind 18 Legendary Neon Pets, ne? Also ich weiß ja nicht, aber schon ein Angebot, welches eigentlich man schon annehmen könnte. Muss nicht, aber könnte. Nachher ist das Angebot richtig schlecht und ich blamier mich und denke so, oh, das war ein gutes Angebot und ja, eigentlich ist es gar nicht so gut. Aber ich glaube schon, dass es ein gutes Angebot ist. So, ich habe jetzt mal auch gefragt, ob die Person noch da ist, weil sie schreibt gar nicht mehr. Einmal schreibt die Person gerade, sehe ich. Die Person schreibt, das ist gut. Ah, ich bin leicht drüber, sehe ich gerade. Ich bin leicht drüber. Also ich sehe schon, ich habe ein Rating von 1,1. Also doch, war richtig von mir gedacht.
Und ich bin ganz leicht drüber. Ja, sie hat geschrieben, wer möchte ein OP-Angebot haben, aber gut. Dann reicht anscheinend ein Rating von 1,1 nicht. Freunde, das war's mit dem Video. Ich habe jetzt nicht so gut, muss ich sagen, meinen Kraken getradet. Aber ihr habt dafür gesehen, dass ich versucht habe, für Top 10 Pets zu traden. Und was ich vorhabe, Freunde, das werdet ihr bald sehen. Ich kann euch nur eins sagen. Schaut euch mal einfach dieses Pet hier an, was ich habe. Vielleicht kommt das Video schon bald. Oder vielleicht kommt das Video danach, das weiß ich gerade nicht. Aber schaut euch mal, welches Pet hier ich habe. Ja, ihr seht es hier gerade. Drüben ist noch das Ocean Event. Also es geht noch weiter und es geht noch 6 Tage. Und wir schauen jetzt mal rüber. Es gibt ein kleines Update. Und zwar, seht ihr es hier? Wir haben wieder Sticker. Und ich würde sagen, welches ist denn das legendäre... Oh, sorry. Ich bin hier rausgezappt. So. Hai-Aufkleber ist das legendäre. Octopus-Aufkleber ist auch das legendäre. Nautilus auch legendär. Ach, die Pets, die legendär sind, sind anscheinend die legendären Aufkleber. Ah, okay, ich check es. Okay, ist eigentlich ganz cool gemacht, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich würde sagen, wir machen das nicht auf den Account, sondern auf einen anderen Account, weil da muss ich nicht meine Bugs hier ausgeben und wir sehen uns gleich. Okay, ich würde sagen, hier können wir ja genug Sticker öffnen, weil, ja, auf dem Account ist es nicht so wichtig. Okay, jetzt schauen wir mal, open. Okay. Selten, extrem selten, gewöhnlich, ja, komm schon, ein Legendary, wäre cool. Boah, wir haben 6 gewöhnliche bekommen. Das ist schon heftig, Freunde. Also heftig im negativen Sinne, weil das ist ja nicht gut. 6 gewöhnliche. Boah, das tut schon weh. So. Okay, fängt schon... Ah, fängt sehr gut an. Legendary Octopus aufgeben. Nochmal Legendary. Kraken. Boah, das ist krass. 2 Legendary in einem. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Freunde, sammelt ihr die Kleber? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich sag Kleber, sag ich schon, die Aufkleber meine ich natürlich. Sammelt ihr die Aufkleber? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und falls ja, benutzt ihr die auch wirklich für euer Profil? Weil ich bin so, benutzt die gar nicht. So, ich denke mir so, Wobei, ich habe in meinem Profil paar, aber jetzt nicht viele. Und demnach, ja, benutze ich die nicht so häufig. Ich glaube aber, den Hai-Aufkleber, den hätte ich schon gerne. Zeig mal. Hey, das ist so... Das ist so doof, ne? Man kann, warum kann man nicht... Jetzt. So, eine Hai-Aufkleber hätte ich schon gerne. Kraken. Wobei, der Kraken könnte eigentlich auch cool aussehen. Wir schauen mal einfach. So, legendär. Oh, fängt schon an. Sehr gut an. Ach, schon wieder ein Oktopus. Ja, der muss jetzt nicht sein. Nochmal legendär. Jetzt den Kraken. Jetzt haben wir den. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht noch den Hai bekommen könnten. Okay, nochmal legendär. 3 in 1. Okay, das ist der Hai. Das ist schon wiederum sehr, sehr cool und heftig. Aber dass ich 3 legendären einbekomme, hätte ich nicht gedacht. So, wir gucken mal weiter. Wir öffnen noch eins, wir öffnen noch ein paar. Ja. Was ist denn los? Jetzt krieg ich... Entweder kriegst du viele Legendary Sticker oder du kriegst gar keine. Das ist aber auch wirklich, ne... Es gibt irgendwie nichts dazwischen, so. Es gibt irgendwie nicht ein und dann der Rest so normal, sondern du kriegst entweder 2 oder 3 Legendary Sticker oder gar keinen. So, wir schauen mal, wir probieren das mal. Okay. Seht ihr, einen haben wir jetzt. Ah, guck mal, jetzt haben wir doch einen bekommen. Kaum sage ich es und dann passiert es halt, dann kriege ich wirklich nur einen. Lass uns mal schauen, ich glaube, mir fehlt noch der Nautilus, ne? Oder? So, Hai haben wir. Ja, ich meine, der Nautilus fehlt uns noch. Hä, warum ist das denn nicht, seltener? Warum ist das nicht nach seltener sortiert? Das war jetzt ein bisschen komisch. Okay. Ja, der Nautilus fehlt uns noch. Komm, den wollen wir uns auch noch anschauen. Den wollen wir uns auch noch anschauen. So. Aber kriege ich den auch? Das ist die weitere Frage. Oder wichtigere Frage. Okay. Ey. Es ist schon wieder der Kraken und es ist, und nochmal der Kraken und Nautilus endlich. 3 in 1 wieder. In einem Pack, meine ich. Oh, 4 in 1. Krass. Freunde, hattet ihr schon mal vielleicht mehr als 4 oder hattet ihr vielleicht mal eine ganze Reihe? Boah, das wäre krass, eine ganze Reihe Sticker Legendary. Das ist schon nicht ohne. Aber wir öffnen mal schnell. Ja, seht ihr, da kommt nichts. Wir probieren mal weiter. Also ich brauche eigentlich gar nicht so viele Sticker, merke ich, aber ich mache es einfach mal. Und ich finde auch die Animation, muss ich sagen, ganz cool. Dieses so langsame, versteht ihr? Ich will es gar nicht so schnell machen, weil... Es sieht ja cool aus, ungewöhnlich. Oh, schade.
Ich hätte mir gewünscht, dass ich jetzt überall, also oben alles ungewöhnlich hätte. Das würde so cool aussehen. Aber ja, ich meine, ich habe doch jetzt alle Pets, oder? Warum ziehe ich ja nicht weiter? Also warum öffne ich eigentlich weitere Pets? Ich wollte vielleicht eine Reihe gleich haben, aber nee, kriege ich nicht hin. So, ich kaufe jetzt auch mal ein paar Stück mehr, einfach sich jetzt halber so. Das mache ich ja immer, Freunde. Ich kaufe einfach ein paar mehr, damit ich die einfach im Inventar habe. Man weiß ja nie, ob die irgendwann mal selten werden. So 12 Stück, kommen immer 20 Stück mit. Versteht ihr, Freunde? Man weiß ja echt nie, wann die so selten werden. Kommen immer 30 mit, weil vielleicht mache ich auch eine Challenge mit euch und dann könnt ihr die gewinnen. Ich meine, ist doch ganz cool für euch, oder? So 30 haben wir. Okay, jetzt würde ich sagen, teste ich doch das Ganze mal in meinem Profil und mach mal jetzt die Aufkleber rein. Okay, alle? Ah, nee, nicht alle. Ich würde sagen, Haustiere. So. Welche habe ich denn? Also Katze gibt es anscheinend unbegrenzt. Wir gucken uns mal die legendären direkt auch an. So Nautilus. Ja. Ist halt ganz normaler Nautilus. So, dann schauen wir weiter. Den Hai. Ja. Cool, kann man sogar größer machen. Das ist natürlich sehr cool. Welcher war noch legendär? So, Hai haben wir. Oktopus war natürlich legendär. Okay, doch, hier muss ich wiederum sagen, die Sticker oder Aufkleber sehen halt doch ziemlich cool aus. Ja, guck mal. Also, es hat was. Also, es ist nicht so schlecht. Also, ich verstehe, warum sich die Leute Aufkleber holen, weil, ey, die sehen schon cool aus. Und jetzt, wenn man quasi, warte mal, komm, wir machen jetzt mal, wir machen das mal anders. Wir machen mal hier, Spieler-Stats vielleicht. Welche Stats machen wir denn rein? Anmeldeserie. Gespielte Stunden. 107. Ist jetzt nicht so. Obwohl doch für den zweiten Konter schon viel. Geschenke. 30 Geschenke. So haben wir. Und jetzt machen wir. Ah, guck mal, seht ihr, jetzt müssen wir natürlich das kleiner machen, weil das muss ja dazu passen. Oh, hier fehlt ja was. Oh nein, hier fehlt ja was. Machen wir mal Mega-Haustiere 0 natürlich, weil. Ich habe ja keine, ne? Auf dem Account. Aufkleber. So, und jetzt könnten wir theoretisch den so entweder so machen oder so halt irgendwo, wo es cool hinpasst. So, warte mal. Machen den noch kleiner. Schaut mal, da kann man das doch eigentlich so schön schmücken. Ich meine, eigentlich ist es echt nicht verkehrt. Und das sieht sogar nicht schlecht aus. Oder wir machen den direkt hier runter und packen den, lassen den hier so sein. Ich meine, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Wobei ich aber sagen muss, dass der Einzelne so ein bisschen cooler aussieht, so, muss ich sagen, so. Dieser Oktopus hier unten sieht in Orange cooler aus, wenn er alleine steht, als wenn er jetzt noch so einen großen Begleiter hätte. Versteht ihr, was ich meine? Finde ich jetzt persönlich. Also, ich muss schon sagen, man kann echt cool sein Sammelalbum, ja, zeigen, beziehungsweise einfach, ja, euch doch zeigen, präsentieren. Man kann sein Sammelalbum euch ganz cool präsentieren. Das ist nicht ohne. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich wechsle kurz in der Content. Wir öffnen nochmal vielleicht ein, zwei Wish. Wie nennt man die? Nennt man die Making Wish? Wishing Pets. Wir holen uns auch ein paar Ocean Pets. So, ich habe hier noch 8900 Cranky Coins. Ich würde sagen, ich hole mir. Tatsächlich hole mir auch die 4000, weil ich feiere das mehr, dass ich dann 8 Pets kriege statt 2 nur. Okay, ich habe einen Seeigel. So. Dann haben wir einen Dracula-Fisch. Sehr, sehr cool. Was kriegen wir hier? Noch ein Dracula-Fisch? Bist du der echte? Ja, das bin ich. So. Dracula-Fisch. Please pet ein Paw. Please pet ein Pur. Nicht. Warum macht ihr das, Freunde? Warum machen das manche? Dracula-Fisch, komm. Du hast mich ja erkannt. Dann kriegst du auch ein Pet von mir. Dann kriegst du einen Seeigel, würde ich sagen. You are the real. Ja, ich bin der Reale. Dracula-Fisch, komm, kriegst du einen Dracula-Fisch. Mal schauen, ob die Person sich freut. So, ich setze den Dracula-Fisch. Aber Freunde, es gibt einen kleinen Bug. Schaut mal, ich kann nicht meine beiden Pets, ja, gleichzeitig draußen haben, obwohl ich Premium gekauft habe. Also das ist ein richtiger Scam von Adopt Me, weil das finde ich auch nicht cool, weil ich habe doch dafür gezahlt monatlich. Please, Slimefish. Ich habe der Person gerade einen Dracula-Fisch geschenkt und jetzt schreibt sie, sie möchte einen Lionfish. Ernsthaft?
Egal, Freunde. Wie hat euch das Video gefallen, Freunde? Haben euch die Sticker gefallen und haben euch noch die Pets am Ende gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls ja, lasst es mich wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.